Schön. Ich kann anfangen, Finn? Klasse. Ja, dann äh, sage ich mal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier seid. Wir sind viele geworden. Ähm, genau, ich bin, wenn ich klicken kann, der Lukas. Ja, yep. genau, ich bin Lukas, ähm, Designer, Frontend-Entwickler oder irgendwas dazwischen äh, bei der kleinen, aber feinen Webagentur jumla aus Köln. Macht den ganzen lieben langen Tag irgendwas mit Websites, Joomla, irgendwelchen Grafikdesign-Gedönse und habe daran eigentlich eine Menge Spaß. Und wurde von, ich weiß gar nicht mehr, ob es Viviana war oder Nadja, irgendwer hat mich gefragt, ob ich hier nicht was zu aktuellen Trends im Webdesign erzählen kann. Und lieb wie ich bin, habe ich das natürlich gemacht. Genau, deswegen das heutige Thema sind aktuelle Trends im Webdesign und weil ich nicht nur ein ganz trockenes Showcast, Vortrags- Teil haben wollte, sondern zumindest ein bisschen was erzählen wollte, äh, habe ich mir erstmal die Frage gestellt, in welchem Umfeld arbeiten wir überhaupt? Weil es muss ja irgendeinen Grund geben dafür, dass es überhaupt diese Trends gibt, dass die sich durchsetzen, äh, dass sie auftauchen und äh, manche zum Glück auch wieder verschwinden. Genau, deswegen habe ich erstmal mal, äh, ich glaube, das muss ich keinem hier erzählen, äh, dass die, wir gestalten inzwischen größtenteils für mobile Endgeräte und eben nicht für Desktop-Endgeräte. Ich persönlich finde das als Grafiker ein Stück weit super traurig, weil ich habe jetzt weniger Platz. Ich kann wenig, also gefühlt fühlt man sich in so ein engeres Korsett ein Stück weit ja, ge, ja gezerrt, aber ähm, muss man durch. Es ist wie es ist und auch Gestalten für mobile Endgeräte kann super viel Spaß machen und macht auch super viel Spaß. Man muss sich nur vor Augen führen, dass das inzwischen einfach ja, der Status quo ist. Und dass es deswegen Sinn macht, diesen Mobile-First-Ansatz, der immer wieder gepredigt wird, halt auch einfach schon in der Gestaltung durchzuziehen und nicht später erst in der Entwicklung. Es ist einfach viel leichter, auf dem Desktop Dinge irgendwo noch dazu zu packen, anstatt sie auf dem Handy wegzunehmen oder sich zu fragen, wo kriege ich das noch alles unter, ohne dass es super unübersichtlich wird. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass ja, Viewport ist nicht gleich Viewport. Wir haben nicht nur, keine Ahnung, das iPad, das iPhone 8 und das eine Android-Endgerät, sondern ich glaube, das sind jetzt die häufigsten neun oder zehn Viewports nach Aufrufen. Äh, da sieht man schon, es ist, ist besonders im Bereich der mobilen Endgeräte äh, ja, ziemlich divers. Äh, entsprechend resultiert daraus die Anforderung an unsere Gestaltung, dass es halt super robust sein muss. Es gibt nicht mehr dieses: ich sitze statisch an meinem Schreibtisch, äh, lese mir die Website durch, durchlesen sowieso nicht, äh, sondern wahrscheinlich sitze ich eher irgendwie auf der Couch, im Park. Keine Ahnung, die Sonne scheint noch und ich kann die Schrift nicht lesen, weil die Kontraste so doof sind. Genau, das ist äh, ja, Status Quo an der Stelle. Und ähm, ich habe es gerade schon gesagt: äh, Tim Berners-Lee hat mal gesagt, die Power of the Web ist jetzt universal, äh, Universality. Ähm, Accessibility ist ja gerade so ein Thema, ich sag mal, was zum Glück im Kommen ist, was immer mehr Beachtung findet, ähm, auch völlig zu Recht, was völlig richtig ist. Ähm, weil, keine Ahnung, man wird jetzt bei einem Neubau nie auf die Idee kommen zu sagen, ach, da ist eine, beispielsweise eine Rampe für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen, die brauchen wir nicht. Ähm, es wird keine Sau sagen. Ja, Im Web ist es aber immer noch zum Teil so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und am Ende des Tages ist es ja irgendwie same, same. Also man schließt Leute aus, obwohl man es nicht müsste. Ähm, und ein Stück weit, keine Ahnung, aus Bequemlichkeit, wenn man ganz böse ist. Genau, deswegen ähm, Thema Accessibility ist unabhängig von diesen ganzen Trends nochmal so ein übergeordneter Trend. Also, ich komme gleich eher zu so grafischen Trends, weniger zu technischen. Ähm, aber das Thema Accessibility sollte für uns alle, ich sage mal, allgegenwärtig sein und von Anfang an bedacht werden. Nicht am Ende so ein, so ein Step, oh, die Farbkontraste passen doch nicht, ich schmeiß nochmal alles über den Haufen. Sondern lieber von Anfang an als Konzept mitdenken. Äh, Weil es eben nicht nur grafische Vorgaben gibt, sondern auch inhaltliche ohne Ende. Genau, dann ähm, mein Arbeitsumfeld als Designer. Ich äh, mache mein Grafikdesign-Tool auf und denke mir, ich mache jetzt was super Hübsches. Das wird klasse. Äh, und dann war es bisher immer so, dass äh, David, unser Haus- und Hofentwickler, zu mir kam und meinte: Das geht aber nicht. Das können wir so nicht bauen. Ähm, und ich würde ehrlich gesagt behaupten, dass, es diese, dass die Ausrede nicht mehr zählt. Ähm, Inzwischen ist es nicht eine Frage, ob man was bauen kann, sondern die Frage ist eher, wie man es bauen kann und wie viel Geld das Ganze am Ende kostet und wie viel, also wie viel Zeit und damit Geld, weil wir verkaufen am Ende des Tages alles unsere Lebenszeit. Muss man sich nichts vormachen. Ähm, deswegen, ähm, das war quasi bisher. Und jetzt ist es so, dass uns moderne Web-Technologien ermöglichen, komplett kreativ zu arbeiten. Wir können auf der grünen Wiese anfangen, machen, was wir wollen, unserer Kreativität freien Lauf lassen und uns kann am Ende des Tages als Designer keiner in der Umsetzung dazwischengrätschen und sagen: Nee, so machen wir es nicht, kann ich technisch nicht machen. Daraus resultieren zwei Dinge: Das erste ist klasse, wir können so kreativ arbeiten, wie wir wollen, völlig super. Das Problem an unserer Arbeit ist nur dieses Thema Wirtschaftlichkeit und das, was ich eben meinte, es ist keine Frage, ob man es bauen kann, sondern im Zweifelsfall, wie teuer es ist. Und unsere Aufgabe ist es, am Ende immer noch Kunden und Kundinnen einen wirtschaftlichen Mehrwert zu bieten. Also wir machen das ja auch nicht aus Spaß und der Freude und die kommen auch nicht zu uns. Also manche kommen schon zu uns, weil sie sagen: Ich brauche eine Website. Warum? Keine Ahnung, bin eigentlich schon reich, so in der Richtung. Äh, in der Regel geht es ja darum, irgendwie einen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Ähm, und das sind auch eigentlich die schönsten Kundenprojekte, die, die langfristig erfolgreich sind, weil dann kommen die immer wieder. Man hat fortlaufend irgendwie Einnahmen, mit denen man planen kann. Das Arbeitsumfeld ist irgendwie so glücklich. Ähm, alles macht Spaß und man geht gern zur Arbeit. Ähm, genau. Daraus habe ich mal, bevor wir zu den Trends kommen, abgeleitet, dass wenn wir heutzutage irgendwas fürs Web gestalten, das zum einen robust sein sollte, robust mit Blick auf muss auf so ziemlich allen Endgeräten funktionieren, äh, muss auch mal funktionieren, wenn irgendwie gerade die Sonne aufs Display scheint, ähm, wenn ich das Browserfenster auf meinem 14 Zoll MacBook doch nur zu zwei Drittel aufgezogen habe, anstatt über die volle Breite. Also einfach ja robust sein. Das zweite Thema ist das Thema: Geräte übergreifend funktionieren. Das gilt nicht nur für die Viewport, sondern ich komme später noch drauf. Ähm, auch so das Thema Leistungsfähigkeit der Endgeräte. Es kann zwar super cool sein, wenn wir irgendwie so eine High-End-3D-Geschichte fürs Web bauen ähm, und dann macht das irgendjemand mit seinem Android-Smartphone von 2011 auf und wundert sich, warum alles furchtbar ruckelt. Einfach weil CPU-Power und Co. im Hintergrund fehlen. Das dritte Thema ist, hängt eng mit Thema 1 zusammen: Designs müssen zugänglich sein, wenn wir diesem Anspruch gerecht werden wollen und sollen. Ähm, deswegen, ich finde, das ist inzwischen kein Konzept mehr, das einfach zu ignorieren. Ähm, und abschließend, das ist der Teil, der mir immer am wenigsten Spaß macht: Design müssen wirtschaftlich sein. Das ist nämlich immer leider so, eine, ja, so ein Umfeld, in dem wir uns bewegen. Ähm, ja, genau, deswegen kurz mal noch ein Thema ein paar Sätze zum Thema Trends allgemein ich habe mir nämlich die Frage gestellt finde ich Trends gut oder finde ich Trends schlecht keine Ahnung hat man ja bestimmt schon mal gehört dass man ah, rasen und trend ist morgen wieder vorbei braucht man sich nicht mehr zu beschäftigen ist eh alles Quatsch und Leute haben ja auch gesagt gutes Design ist zeitlos ähm, hat man ja alles schon mal gehört, und deswegen ist die Frage: Ist Trends eher ein Teufelszeug oder sind das für uns nicht kleine, schöne Hilfsmittel, aus denen wir uns bedienen können, äh, um uns uh, das Leben ein Stückchen leichter zu machen und unsere Kunden und Kundinnen einfach äh, glücklich, dass sie wiederkommen und uns weiterempfehlen und wie Alex eben in Raum 1 gesagt hat, zu ihm kommen und sagen: Hey, ich wurde äh, du wirst uns empfohlen. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Ich bin mir sicher, das ist so, Alex. Also wie, wie könnte man nicht? Genau. Dafür kurz vorab. Wir alle leben in unserer Bubble. Wir haben alle irgendwie, machen was mit Internet, keine Ahnung, sind auf Twitter, anderen sozialen Medien mit unseren Kollegen und Kolleginnen irgendwie im Austausch. Natürlich kriegen wir relativ viel Kram rund um dieses ganze Thema Web, Webdesign, Webentwicklung. Es gibt neue Technologien. Hast du dieses ja, super schöne Projekt da schon gesehen? Wir leben da in unserer Bubble, so viel wie wir darüber mitbekommen, bekommt der Otto Normalkunde von uns schlicht nicht mit, ist ja auch. Der hat hoffentlich andere Interessen und macht nicht den ganzen Tag genau dasselbe wie wir. Sonst wäre es ein bisschen witzlos. Deswegen habe ich mal überlegt, woher kommen Trends. Der erste große Trendtreiber ist in meinen Augen technischer Fortschritt. Muss ich euch glaube ich nicht erzählen. Ich glaube, wir alle hatten schon mal so einen Dialog, wo irgendwie eine Website gezeigt wurde und dann war man so boah krass, das geht jetzt. Und dann war die Antwort ja, das geht jetzt, das kann man jetzt machen, ist kein Problem. Sei es mit neuen CSS-Features, moderneren JavaScript-Kram einfach technische Limitierungen fallen und daraus resultiert, haben wir mehr grafische Freiheit. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn man irgendwie denkt, oh, das ist der neue heiße Scheiß, das ist super cool, einem gefällt das super gerne, also einem selber gefällt das, dann ist man natürlich auch irgendwie ja, unterbewusst zumindest darauf aus, das in die nächsten Kundenprojekte mal einfließen zu lassen und will es dann auch selber bauen. Ähm, deswegen ist technischer Fortschritt an der Stelle ein klarer Innovationstreiber in meinen Augen. Ähm, Genau. Der zweite Trendtreiber ist der Gegentrend. Wenn man Dinge halt tausendmal gesehen hat, dann hat man sich irgendwann dran satt gesehen, ähm, findet es irgendwie nicht mehr so hübsch und denkt sich oh, schon wieder ähm, und startet dann halt den Gegentrend. Da habe ich auch einen mit dabei. Äh, von dem kann man halten, was man will, aber da sieht man, glaube ich, ziemlich klar, woher es rührt am Ende des Tages. Ähm, und der dritte ist Trendtreiber groß. Das ist in meinen Augen das Thema Workflows. Ähm, während man früher, zumindest so, was ich so gehört habe, ich bin ja noch relativ jung, eher ganz klar so diese Aufgabenteilung hatte: es gibt Designer und es gibt Entwickler und es gibt dann irgendwie die Übergabe vom Design und dann wird das umgesetzt und man hat eigentlich nur ganz kurz was miteinander am Hut. Ähm, gibt es ja inzwischen viel mehr, ich nenne es mal so Hybride, die beides so ein bisschen machen. Ähm, es gibt die Einzelkämpfer unter euch und unter uns bestimmt ganz viele, ähm, die alles so ein Stück weit auch bedienen müssen an der Stelle. Also diese, die klassischen Integrator, die beispielsweise auf Template, Engine, XYZ irgendwie Websites aufbauen oder auch Design und Programmierung komplett selber machen. Ähm, aber daher, der Satz früher war weniger Entwicklung in Designer. Dadurch verändern sich natürlich auch die Work Workflows. Wenn ich mich nicht so spezialisieren kann an vielen Stellen, einfach weil Tag hat nur 24 Stunden, wird auch nicht mehr, ähm, dann ist man dazu gezwungen an manchen Stellen auf Lösungen zurückzugreifen. Daher sieht man auch häufig halt, sich mal, dieses klassische Weblayout mit oben schönes großes Headerbild, darunter drunter Links Text, rechts Bild, rechts Text Links Bild. Ähm, das funktioniert halt einfach, ist schnell umgesetzt. In der Regel kann man damit trotzdem super schöne Sachen machen. Kunde ist glücklich, äh, unser Konto leuchtet grün auf und wir sind glücklich. Von daher ist das, denke ich, auch ein großer Trendtreiber an der Stelle. Genau, deswegen, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, wie so ein Trend abläuft. In der Regel taucht so ein Trend erst bei uns auf, dann adaptieren wir den Trend, unsere Kunden kriegen das mit. Der Trend wird Mainstream und in dem Moment kommen die Kunden bei uns an und sagen: Oh, das ist aber modernes Webdesign. Und wir sagen, oh, schon wieder. Muss ich wirklich noch einen Verlauf machen? Muss das sein? Ähm, das ist dann halt so ein Stück weit ein Dilemma, mit dem wir leben müssen. Deswegen, das ist so, wenn Kunden zu uns kommen in die Agentur, ist das eigentlich so der Klassiker. Website soll modern aussehen, muss auf dem iPhone gut aussehen, besonders auf dem iPhone von Chef oder Chefin. Wir hatten letztens einen Fall, da haben wir ohne Witz eine Website für die Seitenverhältnisse von dem 4 zu 3, 17 Zoll Monitor von der Chefin optimiert, weil das musste so sein und ich bin wahnsinnig geworden. Und sie sollten natürlich einfach zu bedienen sein. Das ist so der Klassiker, wenn man bei uns aufläuft super spezifische Anforderungen und wir sitzen immer da, ja klasse, so machen wir es ähm, und dafür haben wir dann natürlich Design Trends, weil die bieten an der Stelle eine sichere Lösung. Ich habe eben gesagt, das was dann quasi Mainstream ist, wird logischerweise auch irgendwie als modern wahrgenommen, weil das sind einfach die Sehgewohnheiten der Nutzer und Nutzerinnen, so die, wenn sie dann mal im Web unterwegs sind und nicht nur irgendwie bei Insta, keine Ahnung, TikTok wahrscheinlich eher weniger, bisschen jung, aber äh, Facebook und Co. Äh, dann ist das das übliche Bild, was man so sieht. Deswegen sind Trends eigentlich cool, weil sie bieten uns eine sichere Lösung. alles klasse. Wir haben irgendwie quasi ein Werkzeugset, an dem wir uns bedienen können, wo wir wissen, okay, wenn wir die Website auf Basis ja, von denen ich sag mal Rahmenbedingungen aufbauen, dann wird das schon funktionieren. Dann ist das eine safe Kiste, dann kann sich am Ende des Tages keiner beschweren. Irgendwie so ein, man kriegt viel Sicherheit. Andersrum äh, ist das halt auch die sichere Lösung, man macht sich damit im Zweifelsfall ein bisschen leicht ähm, oder kommt halt unterbewusst gar nicht aus dieser Denkweise raus. Man hat, keine Ahnung, Gestaltungsproblem X und weiß ganz genau, das ist die Lösung: Bild links, Text rechts, äh, das haben wir immer so gemacht, das funktioniert und kommt gar nicht in diesen Gedankengang, da noch ein zweites, drittes oder viertes Mal drüber nachzudenken, ob es nicht eine fuchsigere Lösung geben könnte oder irgendwas, was. Genauso gut, ich sag mal, in der Informationsvermittlung funktioniert, aber dann doch vielleicht grafisch ein bisschen aufregender ist. Genau, ich glaube, ah, genau, Trend versus Zeitlos, das habe ich noch vergessen. Ich habe eben kurz gesagt, ähm, gutes Design soll zeitlos sein, stimme ich dem Ganzen auch irgendwo zu, grundsätzlich zu. Ich finde nur auf das Thema webbezogen ist das ein bisschen witzlos. Ich habe noch nie gehört, dass irgendwer zu mir kam und meinte, boah, die Website da, die zehn Jahre alte Website, immer noch Knaller. Also, keine Ahnung, ist mir noch nie begegnet. Und wenn man sich anschaut, wie häufig in der Regel so ein Relaunch-Prozess durchgeführt wird bei Unternehmen, das ist so irgendwo so zwischen eins und also fünf Jahre ist schon spät. Also in der Regel passiert das früher. Dann finde ich dieses Thema zeitlos an der Stelle ehrlich gesagt recht witzlos. Es ist einfach keine, in meinen Augen kein, kein Parameter, dem man Beachtung schenken muss an der Stelle. Ist egal. Also das Ganze ist so schnelllebig, wenn man merkt, war ein Schnellschuss. Korrigiert man es halt im Zweifelsfall zwei Jahre später wieder, wenn es irgendwie aus der Zeit gefallen ist, weil Verläufe dann keiner mehr mag, sondern alle nur noch grün feiern, weil grün dann die Farbe ist. Genau, deswegen kommen wir zu dem Thema aktuelle Trends. Also das ist jetzt so ein bisschen Showcase-mäßig aufgearbeitet. Ich glaube, ich habe acht Trends dabei, jeweils ein paar Beispiele, wo ich was dazu erzähle, wo ich das Ganze live anschauen könnte. Im Anschluss, ich habe das Ganze als so eine kleine Linksammlung, ist hier ein Link, den könnt ihr euch abfotografieren, aber ich erzähle es dann auch nochmal. Ähm, dann könnt ihr euch die Beispiele nämlich live anschauen. Der erste große Trend, den man sieht, ist das Thema Typografie, beziehungsweise charakterstarke Typografie. Ähm, wir alle bedienen uns äh, liebend gerne an dem Thema google Fonts würde ich raten. Also hat es jeder schon mal gehört und wahrscheinlich auch jeder schon mal in so einem Projekt eingebunden. Was ja auch völlig legitim ist, wir können die Schriften kostenfrei nutzen, wenn wir uns clever anstellen, auch DSGVO-konform, also nicht clever, wenn wir uns richtig anstellen. Ähm, genau, und bedienen uns an diesem dann doch relativ großen Fundus an Schriften, wenn man die Google-Fonds mal sich so anguckt. Gleichzeitig muss man sich aber auch eingestehen, dass in der Regel wie in 95% der verwendeten google fonts dieselben 10 verwendet werden und dass so einen gewissen. Also das ist nicht sonderlich identitätsstiftend, um das Ganze mal freundlich auszudrücken. Wenn jeder die Roboto hat, ja gut, dann mache ich noch die 4000ste Website mit Roboto, aber auffallen tue ich damit nicht oder irgendwie was ein grafisches Statement setzen. Ähm, Oliver Reichenstein hat dazu mal gesagt, Webdesign ist 95% Typografie. Das ist zum einen gestalterisch richtig und wenn man so überlegt, wie Inhalte auf einer Website in der Regel aus, äh, aussehen, dann ist es ja auch so, dass der Großteil der Inhalte einfach in Textform ist und dann einfach, ich sag mal, relativ stiefmütterlich diese Entscheidung zu treffen. Ja, wir nehmen die Schrift ohne mal irgendwie Links und rechts zu gucken, was gibt es noch für Alternativen Anschriften. Ja, das ist halt irgendwie, macht man sich auch ein bisschen leicht einfach. Deswegen ist das, ich glaube, dieser, dieses Bedürfnis, aus diesem Einheitsbrei oh, auszubrechen, ist an der Stelle da der große Trendtreiber. Also man hat jetzt genug Roboto, Monstera und Co. gesehen. Ähm, ein sch sehr schönes Beispiel dafür ist die Website von Nicolo Miranda. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt. Äh, der hat das Ganze in so einem Zeitungsstil aufgebaut. Äh, klar, die Seite ist auch sonst recht fancy, ähm, aber genau der nutzt halt sehr sehr charakterstarke Serifenschrift hier oben die natürlich an so einen Zeitungscharakter erinnert baut auch das ganze Layout so auf hier so Geschichten hier seht man ja, meine Maus so ein bisschen ähm, genau, und sowas sieht man immer mehr aufploppen. Das hier ist jetzt ein extremes Beispiel, ähm, weil ich nicht nur so Beispiele haben wollte, sondern auch ein bisschen mehr was im, ich sag mal, Corporate-Umfeld, was vielleicht näher an dem ist, was wir sonst so tagtäglich bauen. Ähm, Habe ich mir noch die Website von Toggle rausgesucht. Die eigentlich, also die fahren einen bisschen anderen Ansatz, die nehmen eigentlich eine relativ simple, serifenlose Schrift, äh, spielen aber an den Stellen bei Powerful and Frictionless einfach mit der, mit der Schrägstellung der Buchstaben und arbeiten darüber. Identitätsstiften. Also, das kann auch so ein Weg sein und das machen die konsequent durch. Also, hier unten sieht man es dann wieder. Ähm und darüber schaffen die es halt. Sonst eigentlich, wenn man sich das Ganze anguckt, hat man auch hier wieder den Klassiker: drei Kästen und darunter links Text, rechts Bild. Wir gehen weiter und sehen, dass sich das hier irgendwie so ein bisschen durchzieht. Ähm Aber darüber kommt so ein bisschen was Spielerisches in das Layout rein. Und gleichzeitig weiß man ganz genau, dass wenn man irgendwann so einen Flyer in die Hand gedrückt bekommt von denen oder, so, oder ich hoffe nicht Flyer, toter Baum, warum. Ähm und da ist diese Schrägstellung von den Buchstaben drauf, dann funktioniert das einfach. Dann hat man so eine optische Klammer geschlossen. Das Ganze läuft. Ähm, genau Toggle hatte ich erwähnt. Und hier hatte ich noch mal ein Beispiel. Pima ist Weltklasse, ähm, wo ich mal links das ist das Original und rechts habe ich einfach mal stattdessen die Roboto genommen. Ähm, und hier wird auch mit so kleinen Spielereien gespielt. Dieses Get Paid UI, äh, die Schrift insgesamt ist dafür, dass es eine serifenlose Schrift ist, ziemlich charakterstark, läuft sehr breit. Ähm, und klar, es sieht jetzt immer noch nicht nach Murks aus auf der rechten Seite, aber links hat einfach mehr Charakter ähm, und macht mehr Freude. Und klar, es sind nur Kleinigkeiten, an der Usability hat sich nichts getan, ich kann den Text immer noch lesen, aber es ist einfach irgendwie ein Stück weit hübscher. Genau, deswegen mehr Zeit in, in Schriftauswahl investieren ist da mein großer. Oder auch mal überlegen, wie man so Spielereien wie dieses Get Paid einspielen kann, ohne dass man irgendwie immer im selben Absatz bleiben muss. Genau. Schauen wir auf das, was wir an Anforderungen definiert haben. Designs müssen robust sein, gar kein Problem. Schrift ist Schrift. Man sollte vielleicht darauf achten, dass die Schrift lesbar ist, ja, aber äh, das ist, glaube ich, grundsätzlich nichts, was ich erzählen muss, wenn es darum geht, Informationen zu vermitteln. Die funktionieren geräteübergreifend, man kann die Schriften einfach laden und dann ist gut, dann ist da, da muss ich die vorher nicht auf den Devices installieren. Zugänglichkeit ist dasselbe Thema und das Thema Wirtschaftlichkeit ist an der Stelle auch absolut gegeben, weil. Selbst wenn es nicht die Google Fund für 0 Euro ist, in der Regel kosten Schriftschnitte irgendwas zwischen, keine Ahnung, lasse 20 und 60 Euro pro Schnitt sein für so eine Weblizenz. Außer es ist die riesen Website, aber dann ist wahrscheinlich auch mehr Budget da und dann tut das auch nicht so sehr weh. Ähm, entsprechend ist das Thema Wirtschaftlichkeit in meinen Augen da auch völlig erfüllt, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie viele Stunden ihres Lebens entsprechend Type Designer und Designerinnen darin investiert haben, so eine Schrift. Irgendwie in die Welt zu setzen. Da sind 20 Euro eigentlich noch ein relativ krasser Hungerlohn. Genau, der zweite große Trend, den ich euch mitgebracht habe, ist das Thema 3D. Ähm, beim 3D-Design gibt es zwei große Strömungen, sage ich mal, oder zwei große Ansätze. Ähm, das eine ist das Ganze auf, Thema, auf Basis von WebGL aufzubauen. Ähm, das hier ist jetzt das Portfolio von Bruno Simon, einem französischen äh, front entwickler Creative ja, Developer, der sich auf FreeJS spezialisiert hat und der halt so ein kleines Minigame aus seinem Portfolio gemacht hat. Oh, fahren kann ich. Äh, da kann man hier munter rumfahren, Bowling spielen ähm, und das ist halt alles unter der Haube Code, also kein Video oder so ein Spaß, sondern JavaScript, der ausgeführt wird und gerendert wird. Ähm, klar ist jetzt kein Anwendungsfall für die Backer-Website von nebenan, wo man irgendwie durch die Brötchentheke flügt, ist mir schon klar, ähm, aber das ist so die eine große Strömung. Ähm, ich mache direkt weiter. Dann, was noch genutzt wird, ist WebGL für, ich sag mal, Page Transitions und irgendwie Effekte auf der Website. Das ist das Portfolio von Aristide Benoit, der hat halt so, ein, also wenn ich mit der Maus scrolle, habe ich hier diesen ja, Reveal-Effekt, würde ich es mal nennen. Und kann hier so durchblättern und habe schöne Effekte. Also quasi ja, WebGL unter der Haube als Layout-Tool, so hätte ich es jetzt mal genannt. Die dritte große Strömung an der Stelle ist tatsächlich einfach die Einbindung von dreidimensionalen Grafiken. Das sieht man immer mehr: 3D-Illustrationen. Also ein Spaß. Hier ist ein kleines Video im Hintergrund. Hier unten kommt, glaube ich, irgendwann noch eine Bombe und ein Spiegelei. Wenn ich mich richtig entsinne, genau hier. Das ist einfach so ein Illustrationsstil oder allgemein so ein grafischer Stil, der sich immer mehr durchsetzt. Ähm, sieht man auch noch bei einer anderen Seite hier bei den Kollegen die machen irgendwas mit Bio und ich habe es nicht verstanden ähm, aber die haben halt so fancy Grafiken für den Hintergrund gebaut ähm, das ist einfach was, das sieht man immer mehr und da bin ich mir auch ehrlich gesagt recht sicher. Achso, ein letztes noch. Äh, für Spiele wird das halt auch gern genutzt. Also ist jetzt Coastal World oder für Veranstaltungen. Äh, das Tomorrowland Festival hatte in dem Jahr, wo es nicht stattgefunden hat, oder in den zwei, äh, haben die einmal so ein digitales Festival quasi veranstaltet, wo man sich auf dem Gewölbe da bewegen konnte, verschiedene Bühnen besuchen konnte äh, und so ein bisschen so Mixed Reality hatte. Ähm, und. Äh, mit Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality, dieses komische Metaverse, ähm, was irgendwie im Kommen ist oder zumindest wo man immer mehr von hört, da wird dieses ganze Thema 3D immer mehr werden. Zwangsläufig, weil da braucht man die ganzen Assets ohnehin, äh, man braucht Manpower an der Stelle und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass man da gutes Geld verdienen kann, äh, wenn man sich da wie Thorsten euch sicher erklären kann, äh, gut positioniert und als der Spezialist, keine Ahnung, für 3D Textildesign oder sowas, keine Ahnung, kann es ja auch geben, wenn du dann irgendwie dein Männchen im Metaverse anziehen musst, dann müssen dafür erstmal Jacken designt werden, dann bist du halt 3D-Jackendesigner. Ähm, genau, das ist so ein großer Trend, den es gibt ähm, und hier leuchtet alles gelb auf, das ist ein klarer Fall von, kann schon funktionieren, muss aber nicht, beziehungsweise ist in der Implementierung halt wesentlich schwerer. Ähm, das erste oder das große Thema, funktioniert das auf allen Endgeräten, ist das barrierefrei? Ja, das ist eigentlich schon so das größte Thema. Ähm, damit das Ganze performant ist, muss es gut gemacht sein. Also, es hilft mir nichts, wenn ich da die super fancy Grafik im Hintergrund habe, aber dafür die Seite, keine Ahnung, 15 Sekunden lädt und ich irgendwie ja, mir in der Zeit einen Kaffee holen kann. Das Gute ist, man kann das ziemlich performant bauen. Also, hier dieser Bruno Simon, den ich gezeigt habe, der hat einen ganz wunderbaren FreeJS-Kurs, wo der auch so ein bisschen erklärt, worauf man achten muss, beispielsweise um Geometrien zu vereinfachen, dass man einfach weniger Punkte hat, die im Hintergrund berechnet werden müssen. Also, das geht aber halt auch nur bis zu einem gewissen Maße. Und da, wo es nicht mehr geht, muss man sich halt einfach Alternativen überlegen. Aber es ist jetzt nicht grundsätzlich so, dass es zu verteufeln ist aus dieser Sicht. Man muss halt schauen, dass man es sinnvoll macht. Und das Thema Wirtschaftlichkeit an der Stelle klar ist, dass jetzt nichts, also hier dieses Coastal World, was ich am Ende gezeigt habe, dieses Browser-Spiel, das ist jetzt nichts, was man mal alleine gerade in der Woche sich zusammenzimmert und gut ist, da steckt Manpower hinter. Ähm ja, genau, das sind ganz spezielle Anwendungsfälle, zumindest aktuell noch. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Ähm, aber beispielsweise, was dieses Thema 3D-Grafiken angeht oder auch 3D-Videos, die dann irgendwo im Hintergrund ablaufen, wenn man sich über, klar kostet das auch Geld, das muss irgendwer irgendwie gestalten, rendern. Und das ist alles vernünftig, Ey, da geht auch Zeit für drauf, aber wenn ich mir überlege, dass man sonst vielleicht alternativ so eine kleine Videoproduktion, was ich im Unternehmen hätte oder sowas, um Inhalte zu produzieren, das kriegt man halt auch nicht geschenkt. Also das kann durchaus eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative sein, mit sowas zu arbeiten, wenn sonst Content erstellen zu teuer ist. Genau, der dritte Trend, ich, äh, ja... Bewerte die Trends jetzt nicht. Ich gehe da nur durch und zeige sie euch. Ihr könnt euch selber euer Bild davon machen, ob ihr das als sinnvoll erachtet. Äh, ist das Thema Make It Blob mit dieser ganzen wunderbaren Schrift. Wenn ihr eine haben will, sagt Bescheid. Ähm, genau, das große Thema organische Formen. Man sieht es jetzt hier bei Clickup. Sieht man auch immer mehr, sei es, ich kann es auch zeigen, in Form von so Bubbles, die irgendwo rumlaufen. Also hier im Hintergrund. Hier taucht das irgendwo auch noch auf. Ähm, das sieht man immer mehr und das gibt einem halt die Möglichkeit, aus, also dieses starre Raster aus. Keine Ahnung, es kommt Bereich X, dann kommt Bereich Y und dazwischen haben wir eine farbliche Abhebung oder eine Linie oder sowas. Das Ganze so ein bisschen optisch aufzuweichen. Also es sieht halt einfach nicht mehr so starr aus. Das Ganze ist ein bisschen dynamischer an der Stelle. Muss man natürlich schauen, ob das irgendwie zum jeweiligen Unternehmen passt. Ähm, in der Regel sieht man das, wie hier auch wunderbar kombiniert mit äh, runden Buttons. Das ist da auch so ein, die runden Buttons kamen ja auch vor ein paar Jahren und haben sich durchgesetzt. Klasse. Ähm, genau, das ist an der stelle tatsächlich ein gutes mittel. es muss einem nicht gefallen, aber es lockert layouts auf jeden fall auf, also es lässt das ganze weniger statisch erscheinen. Ähm, und es ist auf jeden fall was, was man mal ja gesehen haben sollte. clever reach macht das im übrigen auch. wir können uns die, die clever reach die, die führen das sogar noch auf die spitze, die machen das. die haben das hier mit so wunderbaren formen. Die haben da, so, also ich muss erst nach Deutschland wechseln, selbstverständlich. Ähm, genau, und hier hat man es gerade ge gesehen, wenn man das so vergleicht, ich weiß nicht, ob ihr den grauen Kasten seht, das sieht so einfach ein bisschen, bisschen dynamischer aus, hat ein bisschen mehr Schwung, ist ein bisschen spielerischer äh, und lässt im Fall von Cleverreach dann halt E-Mail-Marketing erscheinen wie ein Klacks. ist alles ganz wunderbar leicht und rund. Ähm, genau, und man tritt keinem auf die Füße damit, wenn man im Zweifelsfall nervige Newsletter verschickt. Das muss man ja auch bedenken. Genau. Oder der Backup Monkey, grundsätzlich ein super Tool. Ähm, deswegen haben wir auch auf den Trend gesetzt und äh, dynamische ja, so, da Bereichsübergänge eingeführt. Das ist an der Stelle auch ein ganz einfaches, ganz einfaches Mittel, um das aufzulockern. Backup Monkey, super Tool, würde ich unbedingt testen. Genau. Schauen wir mal hier. Ähm, es leuchtet wieder alles grün, weil an der Stelle, das ja, sind nur Grafiken. Ob ich da jetzt ein eckiges Bild oder ein rundes Bild hinterlege. Ähm, Gehopst wie gesprungen, also. Muss man sich nichts vormachen und kostet auch tatsächlich nicht mehr Geld, wenn man einen Button abrundet. Ist genauso teuer wie ein eckiger Button. Ist völlig egal. Genau, dann das Thema Farbverläufe. Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt. Sieht man auch immer mehr. Aber Lord and Savior an der Stelle ist selbstverständlich Stripe, die diesen Hype so ein bisschen ins Rollen gebracht haben. Die haben nämlich hier oben so einen wunderbar leicht animierten Farbverlauf mit drin und ziehen das auch nicht so richtig durch. Ah doch, hier bei den Stripe Sessions, eine Hintergrundgrafik. Und das ist auch was, was man immer mehr sieht. Äh, kam damit auf, dass irgendwann CSS3 Gradient äh, unterstützt wurde und alle dachten, hell yeah, ich mache einen Verlauf. Ich liebe Verläufe. Ähm, genau, Sketch macht das im Übrigen auch. Äh, bestimmt seitdem Figma gekauft wurde oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, die nutzen das auch ganz viel. Und genau, ist auch eine Rel also in meinen Augen, ich kann das ja nur so ganz subjektiv bewerten, in meinen Augen super einfacher Weg, um einfach Dynamik in Gestaltung reinzubringen. Jetzt, wenn man das hier beim Stripe zum Beispiel sieht, die haben da auch noch so eine leichte Animation drin. Ähm, das macht halt einfach mehr her, wie wenn man da oben jetzt so eine wunderbare gelbe Fläche hätte. Oder es kann mehr her machen, sagen wir mal so, ist sicherlich Geschmackssache. Ähm, Genau, deswegen. Ich finde, es sollte nicht allzu inflationär genutzt werden in homöopathischen Dosen, aber dann kann das durchaus eine schöne Sache sein ähm, und scheint sich auch durchzusetzen, weil es wird tatsächlich einfach immer mehr. Ähm, genau, Stripe hatte ich, Sketch hatte ich. Schauen wir auch hier wieder drauf, dann geht es um das Thema Zugänglichkeit. Ähm, wenn wir über, also das ist so das, das ja, einfachste Thema im Bereich äh, barrierefreies Webdesign, ist natürlich das Thema Farbkontraste. Äh, und da sind halt gewisse Mindestwerte erforderlich. Im Fall von WCAG AA, Christiane korrigiere mich, 1 zu 4,5 für Schriften ab 16 Pixel, kann das sein? Ich glaube. Ähm, auf jeden Fall ein gewisser Mindestwert. Und. Wenn man eine einfarbige Fläche im Hintergrund hat und die farbige Schrift, dann kann man das mit Tools relativ einfach testen. Wenn man so einen Farbverlauf hat von äh, Farbe A nach B, kann man das auch für die beiden Farben noch ganz gut testen. Äh, alles dazwischen wird aber ja automatisch berechnet, also interpoliert. Äh, und da weiß man halt nicht so ganz genau. Also man kann ja jetzt nicht Pixel für Pixel sich da durchklicken und hoffen, dass das dann immer den perfekten Farbkontrast hat. Da muss man einfach schauen, dass man Farben nimmt, wo man sich... Dem Ganzen zumindest relativ sicher sein kann, wenn man es nicht Pixel für Pixel testen möchte und dafür einen Arbeitstag drauf geht. Ähm, deswegen ist da einfach so ein bisschen Attention. Äh, muss man mit vorsichtig sein, äh, dass man sich da nicht im Zweifelsfall selber ins Bein schießt. Ähm, andersrum werden Farbverläufe übrigens auch ganz häufig genutzt, um eben genau so also, um sich bei sowas sicher zu sein. Man stelle sich vor, man hat irgendwie das große Hero-Build. Dass der Kunde oder die Kundin selbstständig bearbeiten kann, entsprechend das Motiv variiert und man hat darauf weiße Schrift. Wenn man jetzt sicher gehen möchte, dass da immer genug Kontrast ist, dann sucht man sich einfach einen Farbverlauf von schwarz ins Transparente und kann darüber also beispielsweise von links nach rechts und weiß, dass man dann links zumindest eine gewisse Fläche hat, wo man diesen Mindestfarbkontrast einhalten kann. Das ist da halt einfach auch so ein, ein ganz gutes Mittel, wenn man von diesem blockartigen Design wegkommen möchte, dass man sagt, ich okay, dann hinterlege ich da halt einfach einen dicken roten Kasten, dunkelrot natürlich, mit weißer Schrift. Ähm, genau, kann je nach Design voll unpassend sein, kann aber halt auch einfach das Ganze ein bisschen auflockern oder genau hübscher da. Auch wenn man einfach ein schönes Bildmotiv hat, will man ja auch möglichst viel davon zeigen. Genau, dann das nächste große Thema und davon bin ich tatsächlich ein großer Freund ist das Thema Illustrationen. Ähm, also Custom Illustrationen, äh, nicht welche, die man äh, bei Adobe Stock runtergeladen hat, sondern welche, die man sich gegebenenfalls halt selber anfertigen lassen bei einem oder einer wunderbaren Illustratorin. Ähm, ich habe hier mal drei Beispiele, die gucken wir uns jetzt auch noch an. In der Mitte, genau, fangen wir mal. Oder die weiß ich gar nicht, würde ich angucken. Aber das erste Beispiel ist Wana. Ähm, die haben, ich nenne es mal eine etwas extrovertierte äh, Illustrationen, extrovertierten Illustrationsstil, ähm, aber das Design an sich ist bocksimpel. Wir haben in der Mitte zentrierten Text, darunter mit hier anmelden, damit du mehr erfährst, haben eine kleine nette Grafik und haben danach auch wieder den Klassiker Linkstext, Rechtstext, drei Boxen untereinander, bisschen Bild, bla bla, und dann hier auch wieder den Klassiker Linkstext, Rechtsbild, Linksbild, Rechtstext. Layout-mäßig, absolut unfancy, hat man tausendmal gesehen. Ähm, aber zumindest ich persönlich finde, dass durch die Grafiken, also diese Illustrationen, das Ganze trotzdem optisch irgendwie wirkt. Ähm, ob die Grafiken der Geschmack von einem sind, ah, andere Frage. Aber es wirkt zumindest Und das Gute an den Grafiken, also wenn wir uns so Illustrationen oder Custom Content irgendwie anfertigen lassen, ist ja das Gute, dass wir das nicht nur für die Website verwenden können und danach anzünden, sondern wir können es für jegliche andere andere Kommunikationsmittel auch weiterverwenden. Also das ist kein Invest ausschließlich in die Website ähm, und vielleicht so auch ein bisschen ein Verkaufsargument, falls dann Kunden sagen, ja, aber 200 Euro für eine Illustration, nee, nehmen hier 8 Euro Adobe Stock. Ähm, ja, genau, wenn man den, die, den Wert dahinter versucht ein bisschen zu verkaufen, haben wir damit auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Genau. Bedarf natürlich immer einem Fachmann oder einer Fachfrau an der Stelle. Aber dafür gibt es ja größere Agenturen oder halt eben unser wunderbares Netzwerk, was uns da immer weiterhelfen kann. Ein bisschen zurückgefahrener arbeitet Mailchimp, habt ihr sicher auch schon mal gesehen. Ich muss gerade eine passende Seite finden. Die haben eigentlich so einen relativ eindeutigen Illustrationsstil. Ich glaube, hier war was, genau, hier mit so Illustrationen arbeiten die. Das ist halt einfach super identitätsstiftend. Die haben übrigens auch, wie man sieht, eine etwas eigenere Typografie für die Überschriften verwendet, ähm, sodass man auch da sieht, dass so Trends auch gerne mal zusammenkommen. Ähm, genau, deswegen Illustrationen sind ein super einfacher Weg, ähnlich wie diese organischen Formen, ähm, um einfach über die Bildsprache Charakter in so eine, in eine Gestaltung reinzubekommen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass das von uns oftmals betitelte gelernte Verhalten von Nutzern und Nutzerinnen, wenn die schon tausend Websites gesehen haben, irgendwie, ja, Probleme damit bekommt, dass eine Website-Layout-Technik einfach anders aufgebaut ist. Gut. Ich weiß gar nicht. So. Genau. Mailchimp hatte ich. Und hier das Thema Wirtschaftlichkeit. Ich persönlich finde, das ist an der Stelle, nichts, worüber man groß diskutiert muss, ob das wirtschaftlich ist oder nicht. Nehmen wir an, wir sind irgendwie Designagentur XYZ und kriegen darüber, dass irgendeinem Kunden oder irgendeiner Kundin unsere Illustrationen aufgefallen sind, auch nur einen Website-Auftrag. Folgende Website XYZ, dann haben wir darüber im Zweifelsfall hoffentlich irgendwas zwischen 5000 aufwärts bis keine Ahnung an Umsatz generiert. Dann darf man auch mal vorher ein paar Tausend Euro für Illustrationen ausgegeben haben. Also, das ist ja, muss man sich irgendwie die Waage halten. Klar wirkt das im ersten Moment super viel, wenn man sagt, warum nicht die 8 Euro Stock-Illustration von diesem wunderbaren Adobe-Stock oder was auch immer. Aber äh, ich glaube, ehrlich gesagt ist das nicht das Thema die Wirtschaftlichkeit an der Stelle, sonst die anderen Themen sind keine Themen, weil es sind Bilder. Genau, dann Animation, eine Herzensangelegenheit von mir. Ich finde es ehrlich gesagt sehr schön, dass sich alles bewegt, solange es nicht ein bisschen viel wird, aber grundsätzlich ist das ein super schönes Mittel. Da genau gibt es auch so zwei große Ansätze. Das eine sind die Scroll-basierten Animationen, die ich euch an der Seite von Monopo zeigen möchte, einem vietnamesischen Designbüro oder Webagentur. Ähm, die haben grundsätzlich jetzt mit Ausnahme von dem Fancy-Farbverlauf hier oben, der animiert ist. Ähm, eigentlich ein relativ statisches Design. Die haben hier ein bisschen Projekte vorgestellt, darunter eine große Typo, die so ein animiert wird. Hier sieht man das ganz schön, wo sich dann weiß einfärbt beim Lesen. Ähm, das bringt auch an der Stelle einfach Dynamik in ein Layout, was sonst. Von, von dem Grundaufbau her super statisch ist und einem, einem ganz starren Raster folgt und überhaupt nicht, ja, ausgefallen ist, sage ich mal. Ähm, genau, deswegen scrollbasierte Animationen, diese Fade-In-Geschichten. Hier läuft so ein Marquee-Effekt durch beim Scrollen. Sieht man zu... Äh, das hier ist mit sehr großer Sicherheit auch mit JavaScript unter der Arme. Aber ja, am Ende des Tages macht das JavaScript ja auch nichts anderes als die CSS-Properties von den einzelnen Elementen anpassen und dann wird es wieder gerendert. Also, genau, aber äh, genau da gibt es entsprechende Bibliotheken, die einem das Leben leichter machen. Ich weiß nicht, ob GreenSock jemandem schon mal unter die, unter die Ohren gekommen ist. Ähm, dadurch, dass das ja so ein großer Trend ist und sich viele äh, findige Agenturen und Köpfe denken, ich habe die beste Idee, wie man das technisch aufbauen sollte als Framework ähm, oder als, ja, als. Um das ja, wiederkehrend nutzbar zu haben und nicht jedes Mal von neu bauen zu müssen, gibt es da ganz viele Dinge, die man sich anschauen kann. Scroll Magic, Scroller, gibt Bibliotheken wie Sand am Meer, also JavaScript-Bibliotheken, genau, die einem das Leben da recht leicht machen. Genau, auch hier der Effekt finde ich persönlich ganz cool, das ist halt einfach schöner, wie wenn da ein statisches Bild wäre, so scrollt man da lang und hat so ein bisschen Parallax-Effekt. Bisschen Parallax, Parallax gibt es zum Glück nicht mehr so viel sonst. Genau, das ist da der eine große Ansatz, dass, wenn die Animationen dann aber durchgelaufen sind, nachdem wir gescrollt haben, dann sind sie halt durchgelaufen, dann steht es erstmal. Die Alternative dazu ist, die gerne genommen wird, das sieht man hier bei der Arrive-App, ähm, ist, dass einfach einfache Grafiken animiert werden, in der Regel in irgendeiner Form von einem Loop, weil sonst sieht es komisch aus, wenn die, Illustration, also, wenn die Grafik dann 20 Sekunden durchläuft, wir wechseln den Tab, kommen zurück und alles steht auf einmal, wir sind zum Browser kaputt. Deswegen, genau, das ist hier so. Der Stil, der gewählt wird, hier beim Auto sieht man es. Wenn ich mit der Maus drüber gehe, wird es größer, sonst wackelt die Antenne vom kleinen fliegenden Auto. Das sind halt auch einfach so kleine Spielereien, wo man vielleicht mal schmunzelt oder auch nicht, wenn man es gar nicht witzig findet. Ähm, aber was zumindest mit den üblichen Sehgewohnheiten schon so ein Stück weit, ja, so ein bisschen bricht und vor allem, wo man im Hinterkopf hat, ah, das war doch die Website mit der komischen Antenne auf dem fliegenden Auto. Also, sowas bleibt halt eher in Erinnerung, wie wenn man sagt, jupp, da war so eine magentafarbene Hintergrundfläche. Das merkt man sich halt nicht. Genau, was habe ich hier? Das ist schon was anderes. Genau, das sind da so die, die zwei großen Ansätze, ähm, wenn man sagt, man hat hier so Grafiken. Das können kleine Filme sein, das können GIFs sein, man kann das mit SVG-Grafiken ganz schön machen ähm, und animieren, sodass man da auch, was das Thema Performance angeht, nicht jedes Mal, keine Ahnung, zehn Videos. Bitte. Das kommt, wenn du es als Image-Tag einbindest, also ganz normal über ein Image-Tag einbildest, einen Alt-Text setzt gegebenenfalls, hast du nicht das Problem, was du eventuell machen müsstest, ist irgendwo so einen Knopf haben zu müssen, dass die Animationen angehalten werden müssen, weil sich, glaube ich, irgendeine, nach irgendeiner Richtlinie Dinge nicht allzu viel bewegen dürfen. Und das muss so ein Reduced-Motion-Ding geben. Andersrum kann man das auch direkt über CSS abfragen. Ad prefers reduced motion, wenn das in den User-Settings, vom jeweiligen Nutzer oder Nutzerin hinterlegt ist, kann man direkt entsprechend Styles laden. Ja, bitte. Genau, das ist da der. Und da gibt es irgendeinen so Grenzwert, wie oft das quasi neu gerendert werden darf, bis es irgendwie gefährlich ist oder eben auch nicht. Genau. Deswegen, da gibt es Mittel und Wege, das Ganze so zu bauen, wie man es dann. Also man kann Rücksicht darauf nehmen, sagen wir mal so. Sonst klar, wenn man da irgendwie ein SVG als Infografik drin hat, wo auch Textinhalte und so drin stehen, dann weiß ich sowieso nicht, ob das der cleverste Weg ist, um das barrierefrei einzubauen. Ähm, aber dann sollte man halt schauen, dass man Alternative dazu bietet. Genau, oder hier das kleine Sirenchen, oder die Rakete, auch sehr schön. Gut, das sind hier so die zwei großen Ansätze und das Dritte, das Beispiel habe ich jetzt nicht ausgepackt, weil ich dachte, das kann ich mir auch sparen. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Sind die, also gute Beispiele sind die Produktseiten von Apple. Äh, sei es jetzt das iPhone 14, das M1, er MacBook und Co. Die haben ja immer relativ scrollgewaltige Seiten, so würde ich es mal nennen. Also man scrollt, das Laptop, der, der Laptop klappt auf, man zoomt in den Bildschirm rein, die erzählen einem darüber parallel die Geschichte, warum man unbedingt dieses iPhone kaufen muss und am Ende scrollt man runter, es steht ein Kaufen-Button und drei Tage später klingelt es. Aber Apple nicht drei Tage. Aber irgendwann klingelt es und man hat ein neues iPhone in der Hand. Das ist halt dieser Storytelling-Ansatz, einfach scrollbasiert irgendwelche Geschichten zu erzählen, sei es eine Verkaufsgeschichte oder keine Ahnung, sei es die Geschichte von dem kleinen von der kleinen Familie die über die Blumenwiese hüpft und einfach nur glücklich ist. Weiß ich nicht, kann man ja, ja hat man ja freie Hand. Aber das sind so die drei großen Ansätze, Dinge einmal quasi bei Scroll einanimieren, dauerhafte Animationen auf der Website um Bewegung zu bringen oder halt dieser Storytelling-Ansatz. Genau, auch hier das Thema Wirtschaftlichkeit habe ich mal in Gelb gesetzt, weil das natürlich ein Zusatzaufwand ist, der betrieben werden muss, im Gegensatz dazu, wenn man sonst das Design nur statisch abliefert. Ist aber in meinen Augen auch ein Mehrwert. Also klar, das muss sich irgendwie im, im Rahmen bewegen und irgendwie je nach Projekt abgeschätzt werden, aber es ist jetzt kein Killer-Argument, dass es auf gar keinen Fall genutzt werden kann, weil das ist so absurd teuer, äh, das kann sich keiner leisten. Dann noch das Thema Pastellfarben. Ähm, was ihr hier seht, ist die Adobe-Farbe des, äh, nicht Adobe, äh, Pantone. Uh, Adobe. Äh, Pantone Farbe des Jahres 2022. Das ist so ein wunderbares, so ein, so ein Pastellblau, lila, keine Ahnung, was Ton. Ähm. Da kann man sich vielleicht irgendwie daraus ableiten, dass Pastellfarben 2022 grundsätzlich recht beliebt waren. Und das sieht man auch immer häufiger auf Websites. Wir haben es eben bei der Toggle-Seite schon mal kurz gesehen, falls ihr euch erinnert, Stripe arbeitet auch so ein bisschen mit gedeckten Farben. Äh, Go Hopscotch ist so ein wunderbares Beispiel. Die arbeiten eigentlich nur mit Pastelltönen. Die haben hier oben schon so ein bisschen, da kommt noch mehr Pastell und noch mehr Pastell. Und das sieht man ganz häufig. Ähm Genau, das ist so ein Trend. Da brauche ich euch jetzt aber nicht zehn verschiedene Varianten von zeigen, weil in der Regel ändert sich nur der Farbton. Das ist dann recht witzlos. Also das Konzept Pastellfarbe gibt halt nicht so viel her. Genau, hier leuchtet alles wunderbar grün, weil es ist ein, ja, ein Hexcode. Das ist auch relativ witzlos. Beziehungsweise was das Thema Zugänglichkeit, Farbkontraste, muss man halt schauen, dass man mit entsprechenden Schriftfarben arbeitet, die das Ganze im Hintergrund abkönnen oder andersrum. Dann der letzte Trend, den ich für euch mitbekommen habe, den ich persönlich nicht so richtig feiere, aber ähm, ist so ein ganz klarer, ist der, der Brutalismus. Ähm, das ist das, was ich eingangs meinte mit dem Gegentrend. Ganz viele findige Gestalter und Gestalterinnen haben inzwischen tausendmal diesen Klassiker gesehen, sage ich mal, oh, coolen Farbverlauf darunter, animiert sich was, so ein bisschen Fade-in-Effekt. Ähm, und die sagen sich dann halt, boah, ich möchte ganz bewusst mit dem brechen, was man sonst überall sieht. Also so, ein, so eine bewusste Gegenbewegung, hätte ich es mal genannt. Ähm, das gibt's in so ein bisschen Word Art-like. Habe ich mir mal die Art Night in London rausgesucht. Ähm, die haben zum einen dieses wunderbar, coole, diesen wunderbar coolen Schriftzug hier oben. Ähm, grundsätzlich ist das alles so ein bisschen. Ich würde sagen, fiese Kontraste, aber es eben selbst überlassen. Äh, alles sehr ja, roh gehalten, so hätte ich es mal genannt. Irgendwie dicke Border werden in der Regel verwendet. Man sieht das bei der Tabelle. Ähm, falls ich es finde, ist das hier bei den Projects. Nee, natürlich nicht. Aber ich werde es wieder finden. Ah, hier. Mhm, bei der Tabelle sieht man das ganz schön. Also es ist halt einfach alles, auf gut Deutsch gesagt, so ein bisschen in die Fresse. Ähm, Bietet sich jetzt wahrscheinlich auch nicht an, um die Website für die Arztpraxis von nebenan zu machen, weil, wenn er mich dann genauso anfasst, wie die Seite gestaltet ist, dann laube ich wahrscheinlich heulend weg. Dann kriege ich irgendwie einfach eine Spritze in den Rücken gerammt und gut ist. Ähm man kann das Ganze, wenn man es nicht ganz so. Also, das hier ist noch ein relativ gemäßigtes Beispiel. Das gibt es noch viel wilder, irgendwie mit aufploppenden Sternen und so ein Kram. Wild. Das hier ist wirklich noch verhältnismäßig harmlos für, diesen, für diese Richtung. Ähm man kann das Ganze auch noch ein bisschen. Settled verwenden hätte ich mal gesagt. Ich habe mir die Seite von der Documenta 15 rausgesucht, die übrigens auch mit so fancy Illustrationen arbeiten im kompletten CD, also das ist der, der Gestaltungsstil von denen an der Stelle. Ähm, die aber sonst auch, ich sag mal, relativ straight arbeiten ähm, mit übergroßen Überschriften. Ähm, genau, also ein Kram hier, diesen eigentlich ganz süßen Back-to-Top-Toggler ähm, und auch so ein Stück weit diesem, diesem Ansatz des Brutalismus und also Minimalismus folgen. Und da finde ich persönlich funktioniert es, aber es ist natürlich auch deutlich weniger auf die Fresse wie das Beispiel davor und so vielleicht an, an Brutalismus oder Minimalismus angelehnt. An Minimalismus auf jeden Fall, Brutalismus. Naja. Gut, ich glaube, das waren meine Trends. Übrigens, hier muss man auch, äh, der Großteil davon ist halt funktioniert. Man muss nur wissen, wie man es macht. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ich habe mir aber gedacht, nur, ihr habt es gerade schon gelesen, äh, nur Trends euch irgendwie zu zeigen, ist auch ein bisschen witzlos, deswegen habe ich gedacht, wie kann ich euch denn vielleicht zumindest ein paar Tipps mitgeben, weil sonst war hier ja nicht so viel Designer-Vortrag, dann wird hier vielleicht auch nicht so viel Designer sein. Ähm, für, ich sag mal, Praxistipps für Nicht-Designer, um einfach so ein Stück weit vielleicht was fürs nächste eigene Projekt mitzunehmen, weil man muss sich nichts vormachen. So ein paar sowas wie dieses Coastal World Projekt, diese Insel, die da reingeflogen ist. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht unser nächstes Kundenprojekt. Das ist nicht, nicht unser täglich Brot. Ähm, deswegen mein erster Tipp: Engagiere einen Designer, so, ich Beispiel mich. Ähm, deswegen, ich bin der nett lächelnde Junge da unten mit dem Stück Kuchen. Die Alternative dazu ist, ähm, mal sich mehr Schriftbibliotheken als die von, von Google Fonts anzuschauen. Es gibt äh, Type Foundries wie Sand am Meer. Ähm, und entsprechend kann man sich aus einem wesentlich größeren. Ja, top von Schriften bedienen, als es diese paar tausend bei Google Fonts sind. Und wie eingangs gesagt, die kosten nicht die Welt ähm, und sind am Ende des Tages eigentlich so das bestimmende Element auf der Website. Also wenn ich eine, keine schöne Schrift oder ja, wenn, wenn die Schrift in dem Design nicht funktioniert oder ein Design kann mit der Schrift Fallen. Also wenn es sonst schön ist, aber ich habe eine wirklich räudige Schrift verwendet, dann ist das Design im Zweifelsfall ja, für die Tonne. Also dann war alles drumherum die Arbeit umsonst. Deswegen investiert da ruhig ein, zwei Euro und mal ein, zwei Stunden ähm, für alternative Schriften. Dann muss man nicht schon wieder Roboto, Sans Serif oder sowas in CSS eingeben. Genau, dann so ein Klassiker, vermeidet zu breite Texte. Web sind 45 bis 75 Zeichen optimal. Wir begegnen immer noch super viele Websites, wo der Text einfach relativ breit läuft. Zumindest auf dem Desktop, auf dem Smartphone. Na gut, brauche ich nichts zu sagen. Ähm, ich habe hier mal so ein Beispiel. Oben sind es ca. 60 Zeichen, die Zeile unten ca. 100 Zeichen. Und wenn ich den unteren Absatz lese, dann ist das für mein Auge ziemlich schwer von der rechten... Also vom rechten Ende der einen Zeile an den linken Anfang zu hüpfen. Ähm, in dem Beispiel ist das jetzt unten zum Glück noch relativ einfach, weil es gibt nur zwei Zeilen. Das ist von der Orientierung her ein bisschen leichter. Aber wenn Absätze länger sind, ähm, dann verliest man sich einfach häufiger. Ich weiß nicht, ob es verliest gibt als Wort. Ähm, aber ja, lesen wird anstrengender. Entsprechend sollte man sich da auf ca. 45 bis 75 Zeichen limitieren. Wenn es mal 80 sind, ist auch noch keiner dran gestorben. Ähm, aber man sollte es einfach im Hinterkopf haben. Dann das Thema, check deine Kontraste. Ähm, es gibt auch hier ein riesiges Set an Tools, äh, entweder direkt in Grafikdesign-Programmen implementiert, als Browser-Plugin, als Standalone-Tools, ähm, um Kontrastwerte von Inhalten zu checken, besonders von Schriften. Ähm, ja, ich finde, was heißt du, bist schon so dezent grob asozial, wenn man es so gar nicht macht. Äh, man sollte sich da schon drüber im Klaren sein. Und es hilft nicht nur Leuten, die irgendwie farbenblind sind oder sonst in irgendeiner anderen Form eine Beeinträchtigung des Sehens haben. Es hilft jedem. Wie oft habe ich mich tatsächlich schon im Park irgendwie wollte ich mir schnell ein Ticket für irgendwas kaufen, bei, äh, nicht bei Lieferando, beim Restaurant nebenan bestellen. Äh, und die hatten so miese Farbkontraste, dass ich auf der Parkbank bei Sonnenschein die Karte nicht lesen konnte und bin dann doch zum Parkcafé gegangen und habe schlechten Kartoffelsalat gegessen. Alles schon passiert, es hilft jedem. Es macht einfach Gestaltung robuster und zugänglicher. Dann so ein, das ist ein Klassiker hat man wahrscheinlich schon tausendmal gehört, äh, auf ein bis zwei Schriften beschränkt. In der Regel braucht es nicht, also meistens braucht es nicht mal eine zweite Schrift, also nicht zwingend. Äh, man kann über ja, Uppercase, Non-Uppercase, Schriftschnitte und Co, äh, in manche Schriften haben dann auch noch so alternative Schriftsätze und so ein Kram, kann man schon relativ viel rausholen, aber mehr als zwei braucht es in der Regel eigentlich nie. Dann habe ich irgendwie eine, eine Headline-Font oder eine Auszeichnungsfont in irgendeiner Form und was für Fließtext oder normale Textinhalte. Und mehr als vier bis sechs Schriftgrößen braucht man, glaube ich, bei so einer klassischen Marketingseite auch seltenst. Äh, Adobe Apple hat für das komplette iOS-Betriebssystem, ich meine elf verschiedene und kommt damit klar. Und ich glaube, das ist zum Teil deutlich komplexer als so die Marketingseite von XYZ nebenan. Deswegen, ist das, es sind Richtwerte, klar, ne, Regeln sind dafür da, sie zu brechen. Aber... Wie ich initial gesagt habe, sie schenken vielleicht ein bisschen Sicherheit, wer weiß. Genau, dann Weißraum. Ich weiß, viele Kunden und Kundinnen haben wirklich Angst vor Weißraum, aber die Angst muss man den Ömi versuchen zu nehmen. Weißraum ist nicht dafür, damit noch mehr Inhalten zugeklatscht zu werden, sondern Inhalten, die darauf folgen oder in irgendeiner Form in Design integriert sind, die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen, entsprechend. Weißraum als Gestaltungsmittel nutzen, ein Design darf atmen und in dem Zusammenhang vielleicht noch auch überlegen, wenn es ums Thema Inhaltshierarchie geht, brauche ich wirklich alle Inhalte, die ich auf der Website zeigen möchte, müssen die schon initial sichtbar sein, kann man das vielleicht auch irgendwie, ich sag mal, kontextbezogen zeigen, Informationen zu Produkt XYZ auch nur den Leuten zeigen, die scheinbar Interesse an diesem Produkt haben, beispielsweise. Keine Ahnung, ob, man da, ob Akkordeons da der richtige Weg sind, aber nur mal so als Beispiel über verschiedene. Gestaltungselemente, die man so kennt, nachdenken und überlegen, ob man sie nicht sinnvoll einsetzen kann. Einfach um Inhalte auch zu, zu reduzieren und übersichtlicher zu machen. Dann das Thema Schwarz muss nicht immer schwarz sein. Auf dem Beamer wird man es definitiv nicht erkennen. Bei mir sieht es wunderbar aus. Ähm, ich sehe es relativ häufig, dass beispielsweise für Fließtextschriften einfach mit einem harten Schwarz gearbeitet wird als, als oder mit einem 95% Schwarz. Auf jeden Fall am Ende des Tages ist dann nur. Schwarz mit drin, keinerlei Farbe. Äh, was auch ganz schön funktionieren kann, ich habe hier so ein primär, also links ist das Beispiel mit schwarz und rechts ist das offensichtlich andere Beispiel, wie man äh, wie man sieht. Ähm, man kann auch mit dem HSB-Farbmodell arbeiten, ich weiß nicht, ob das allen was sagt, das HSB steht für Use Saturation Brightness, sprich, die Farbe wird über den Farbton, den Sättigungsgrad und den Helligkeitsgrad der jeweiligen Farbe definiert. Ähm, und was ich dann auch machen kann, also der Farbton bei dem Grün und das hier ist eigentlich so ein Grauton, wie man sieht, ähm, ist ich habe äh, den Farbwert beibehalten, ich habe die Sättigung beibehalten. Also eigentlich haben wir dasselbe Grün. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich die Helligkeit so weit rausgedreht habe, dass ich einen Grauwert habe. Und das kann bei Designs klar, das macht keinen Riesenunterschied. Also nicht den Riesen-Killer-Unterschied, Wenn ein Design vorher kacke war, war es danach immer noch kacke. Äh, aber wenn es grundsätzlich schon gut ist, kannst das Ganze vielleicht einfach doch ein Stück weit besser machen. Ähm, es kann dazu führen, dass die beiden Farbtöne oder ich habe die Erfahrung gemacht und viele andere auch, ich bin ja nicht der kluge Kopf dahinter, dass Gestaltung oder Designs dadurch harmonischer wirken im Großen und Ganzen. Auch wenn man sagt, also es kann ja auch sein, dass ein Unternehmen, mit dem man zusammenarbeitet oder auch nur eine Privatperson, je nachdem für wen man arbeitet, nur eine Primärfarbe einfach im Corporate Design als Vorgabe erstmal definiert hat. Man braucht aber ein bisschen Flexibilität auf der Seite, beispielsweise um sekundäre Call-to-Actions irgendwie auszuweisen. Dann kann das auch ein relativ einfacher Weg sein, wenn man jetzt das ganze Spielchen mal umdreht. Man schiebt den Helligkeitswert ganz nach oben und kriegt dann so ein hellgrün, macht dann die Sättigung ein bisschen raus, sonst tut es weh. Ähm, und arbeitet dann mit der Primärfarbe als Schriftfarbe. Auch da wieder Kontraste checken, aber man kann sich darüber aus einer Grundfarbe relativ viel Farbe ziehen, sage ich mal. Das ist jetzt auch mit Blick auf Farbverläufe auch nochmal so ein Ding. Viele nutzen das, weil es gibt dann nur Grün beispielsweise als Primärfarbe. Und weil denen das alles zu langweilig ist, machen sie dann einen grünen Verlauf und haben immer noch Grün. Können dem Kunden erzählen, schau, es ist wirklich dein Grün, ähm, aber haben für sich so ein bisschen Freiheit gewonnen. Genau, deswegen schwarz muss nicht immer schwarz sein. Ähm, das HSB-Farbmodell wird, glaube ich, in so ziemlich allen Grafikdesign-Tools unterstützt. Ähm, da ich nicht alle nutze, aber die, die ich äh, kenne, die haben das. Ähm, genau, deswegen ist das mein Favorite. Dann ein ganz wichtiges Thema: Konsistenz gilt nicht nur für Webdesign, gilt für Gestaltung allgemein. Ein Prof von mir hat mal gesagt, lieber Konsistenz scheiße machen als inkonsistent was Gutes, ähm, weil das langfristig dann doch identitätsstiftender wirkt und die Leute halt auch schlechtes Design langfristig wiedererkennen und zumindest wissen, hey, es ist Unternehmen XYZ, das kann hilfreich sein. Ähm, und vor allen Dingen, ein Element reicht. Also wir haben jetzt neun Trends, glaube ich, gesehen. Und man muss jetzt nicht anfangen, auf einer Website alle neuen da reinzuballern ähm, und dann so einen Vulkan von Grafik zu haben. Äh, es reicht, wenn man sich ein Element auf einer Website rauspickt, ein Gestaltungsmerkmal und das einfach wiederkehrend auf einer Website einsetzt. Ich habe da mal ein Beispiel vom Smashing Magazine. Wenn man sich das so anschaut, die haben klar ihre Katzenillustrationen, auch ein Trendillustrationen. Ähm, was die aber auch ganz clever machen, ist diese Schrägstellung von Elementen. Das machen die überall. Das machen die für Profile, das machen die für ihren Back-to-Top-Button, äh, das machen die Teils für Call-to-Actions. Ähm, das ist so das wiederkehrende Element. Hey, wir stellen Elemente mit, keine Ahnung, 8 Grad oder so wahrscheinlich schräg und haben darüber sich ganz einfach so ein wiederkehrendes Gestaltungselement geschaffen äh, und sich, sich vereinnahmt, sage ich mal. Und das funktioniert. Ne? Also muss man sich jetzt auch, man muss keine Sorgen haben, dass das Layout so fancy ist, dass es keiner mehr versteht. Ja und es ist schnell umgesetzt also so ein Quick Win kann man mal machen ähm, die Kollegen von USeam, ich habe gerade nicht mehr was branchennahes äh, die machen es zum Teil auch so ein bisschen also hier diese Kreisform die hinter den beiden wunderbar lächelnden Damen hier aufkreuzt hier wieder aufkreuzt ähm, in den Icons auftaucht und auch noch auf ganz vielen anderen Grafiken in dem Template das ist das Dental Template glaube ich so Dental Template Union Dental oh ja ich habe sogar abgescreenshotet ähm, und das ist so ein großer Tipp: man muss halt nicht mit, also ist nicht so viel hilft viel, äh, ist selten richtig. Ähm, deswegen lieber sich ein Ding rauspicken, das vernünftig machen und darüber halt was bauen, was dann am Ende des Tages auch funktioniert. Ah, und das habe ich noch, ein primärer Call to Action. Äh, ist jetzt bei Marketing-Websites wahrscheinlich, also klar, da gibt es auch Call to Actions, aber wenn wir auch mal irgendwie sonst damit zu tun haben, keine Ahnung, web irgendeine Form von Software zu gestalten. Dann ist es ja häufiger so, nehmen wir uns so einen so Login Screen. Dann hat man in der Regel entweder Login oder Registrieren. Es wäre super dämlich. Ich habe das hier mal symbolisiert. Also wir haben eine amazing Headline. Voll super. Also es ist jetzt so ein klassischer Header, wie man den auf 1000 Websites schon gesehen hat. Links Text, rechts Bild. Schöne 3D Grafik, auch ein Trend. Und hat dann darunter zwei gleichwertige Call to Actions. Wenn ich da als User drauf schaue, dann denke ich so, okay, und was ist jetzt wichtig? Für mich als Unternehmen wäre jetzt an der Stelle aber eigentlich ganz cooler, wenn ihr mich direkt kontaktieren, weil dann habe ich die an der Strippe und dann kann ich denen erzählen, wie toll ich bin, mit dem Geld des Kunden reich werden und ein glückliches Leben führen. Deswegen sollte man das Ganze entweder mindestens so ausführen oder wenn man das Ganze noch weiter runterbrechen möchte, halt beispielsweise so runterführen, dass man einen Call to Action hat. Und das ist bei Software-Applikationen, also komplexeren UIs, noch viel wichtiger, wenn man dann teils. Also, einfach deutlich mehr interaktive Bedienelemente auf einer Website hat oder auf einem Screen, also das Auge sieht mehr, ja, dann ist es wichtig, quasi diesen einen Call to Action, den man den Leuten zum Teufel aufzwingen möchte, auch reinzupacken. Ja, Harald, kein Problem, ich bin durch. Alles, was ich hier erzählt habe, also die Linksammlung, findet ihr unter joomla.de website minus trends. Ich bin jetzt noch hier und morgen, ihr könnt mir munter Fragen stellen, nur ich glaube nicht mehr hier, weil ich sonst böse angeguckt werde. Oder? Okay.